Hallo und willkommen zurück hier in Valnet. Und ihr seht's richtig, es schneit. Ich freue mich. Also Sonnenschein und Schneefall. Das ist doch was Schönes. Und ab und zu taucht noch ein Skifahrer auf. Weil vielleicht können wir dann wirklich alle Pisten öffnen. Das würde mich sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Aber halt aktuell ist das noch nicht möglich. Notfalls hätten wir auch die Schneeerzeuger noch links auf den Pisten. Habe ich gar keine Pistenrappe herunten stehen. Na gut, dann müssen wir drauf fahren. Das wäre schön, wenn es wirklich der Schnee liegen bleiben würde. Aber schauen wir halt, wie es da mit dem Schnee ausschaut. Sechshunderter oder Sechshunderter ohne Winde. Nehmen wir die Winden. Machen wir gleich einen Kontrollgang noch, ob alles passt. Ja, passt alles. Sehr gut. So, dann werden wir mal runterfahren. Da wir auch mit unseren Raupen die Piste etwas auflockern, müssen wir natürlich hinten wieder mit unserer Fräse nacharbeiten.
Aber wenn wir Glück haben, werden wir, ich vermute mal, bald wirklich ordentlich viel Schnee haben. Aber lassen wir uns überraschen. So minus 13 Grad zeigt Sommer an. So, rechts haben wir ja unsere Schneeerzeuger laufen. Da werden wir mal den Schnee verteilen jetzt. Und ich ein Skifahrer? Nein. Tür zu. Oh. Echt müssen wir noch einen Haufen machen. Also ein Schneehaufen, ne? Oh, dann werden wir das natürlich auch gleich sehen. Seht ihr, wie der Schnee schmilzt? Habt ihr das gesehen?
Aber da haben wir gleich wieder 3-4 Meter Piste mehr. Und so soll das ja auch sein. So, wir haben mal den Schnellzeiger wieder weggeben. Das heißt, wir brauchen mal Objekt Mode, genau. Abbauen. Dann können wir es umdrehen. Und dann können wir den Schneerzeuger umstellen. Und die bringen wir gleich runter. Aber ich noch weiß, wie vor ein, zwei Monaten wieder angefangen haben mit dem Beschneiden der Pisten. Wahnsinn, das war doch so Anfänger. So viel Arbeit. Und jetzt sind wir schon so fortgeschritten.
So, bei der Raupengarage jetzt hier unten. Vorsicht. Sechshunderter trifft 2900er, okay. Na, ich finde, das sind voll Schnellzeiger. Da läuft eh alles gut. Hoch. Dann werden wir hier schnell die Piste ziehen. Weil es doch eine sehr, sehr schöne Panoramapiste hier und ich finde, den sollte man den Gästen nicht vorenthalten. Und deswegen präparieren wir die schnell. Weil das ist ja nicht viel Arbeit. Warum liegt in der Schnee? Das heißt, die können wir dann auch schon wegstellen. So, das hier ist die Piste Nummer 5, wenn es jemanden interessiert. So.
Moch abbauen. Also natürlich im Feld, dass die eine Piste ist natürlich noch schlimmer, finde ich. Wäre ja schade drum, wenn wir hier so viel Schnee erzeugen, dann nicht verarbeiten. Zu einer schönen Piste. Wegen schnell verarbeiten den Schnee hier zu einer schönen Abfahrtspiste. Und natürlich am Seil geht es jetzt wieder bergauf. Oh, wie schaut's aus? Ich sehe jetzt nichts mehr. Nein, die lass mal stehen. Oh. Seil entspannen. So, jetzt müsste es passen, genau.
So. Machen wir das so. Und die Schneerzeuger. Können wir aber dann hier herstellen. Und da steht der letzte oder der vorletzte. Werden wir sie noch mal ausrichten, also schön hinstellen, schön platzieren. Alle zusammengeklappt. Sehr gut. Es hat geschneit. Sehr schön. Okay, vielleicht nicht allzu viel. Sehr schön. Dann würde ich dementsprechend sagen, machen wir mal Schluss hier. Und im nächsten Teil präparieren wir die komplette Piste hier. Deswegen schauen wir uns das alles mal von oben an. Also ihr seht, es hat endlich ausreichend geschneit. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier aus Wallnitz.